Ja, herzlich willkommen zu dem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um einen ganz besonderen Platz mit vielen Freizeitangeboten. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro legen wir gleich los. Ja, wir sind in Grönlo in Holland. Das ist ungefähr 10 Kilometer weg von Winterswijk. Das kennt ihr vielleicht, den Ort, denn da ist der Obelink Megastore. Also das große, große Campingkaufhaus. Da waren wir die Woche natürlich auch schon, selbstverständlich. Liegt aber auch nicht weit weg von der deutschen Grenze. Von der Einordnung etwas nördlicher wie das Ruhrgebiet, ungefähr auf die Höhe von Münster. Dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Ja, und ich bin immer auf der Suche nach Campingplätzen, auch gerade für den Herbst oder auch für den Ostern, die ein bisschen Action zu bieten haben, weil unser ältester Sohn, der bald 15 wird, hat sonst keine Lust mehr mitzufahren. Er will immer ein bisschen was geboten haben. Also gucken wir immer, wo gibt es was zu sehen, beziehungsweise für die Altersgruppe was zu erleben. Wenn ihr da auch Empfehlungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Ja, und so sind wir hier gelandet, auf den Marfeld Campinganlage. Aber ist es mehr wie Camping? Denn hier seht ihr, da vorne das Gebäude ist ein Hotel, ist noch dabei. Und hier ist ein Feriendorf angeschlossen. Hier neben sieht man so Ferienhäuser. Das gehört auch dazu. Der Stellplatz an sich hat 350 Stellplätze, 160 Dauercamper ungefähr. Wobei der Stellplatz, der Campingplatz an sich ist nicht so spektakulär, sondern eher die Freizeiteinrichtung. Deshalb fährt man hierher. Wegen dem Campingplatz kommt, glaube ich, niemand hierher. Ja, und hier sieht man, wo ihr gerade das Auto fährt, sieht man die Einfahrsituation. Ärgerlich ist, das Schwimmbad ist auch öffentlich. Da kommen jetzt viele Holländer, gerade ältere Leute, die jetzt ins Schwimmbad gehen, ihre Runden ziehen. Und die parken hier vorne auf dem Einfahrtbereich, dass man im Gespann gar nicht mehr hin kann. Obwohl hier, wo ich jetzt stehe, ein großer Parkplatz ist. Und ja, das interessiert aber an der Rezeption auch anscheinend niemand. Weil, ich meine, klar, wir haben jetzt morgens früh, es kommt noch keiner, der jetzt heute ankommen möchte. Aber das war bei unserer Ankunft, wir kamen abends um, sagen wir mal, 16:30 an, da war das auch nicht anders. Da standen auch viele Fahrzeuge da. Und für ankommende Wohnmobile oder Wohnwagen, die ja den Platz brauchen, hat man dann keinen Platz mehr, weil die ihre PKWs hier parken. Aber gut, das ist halt so ein kleiner Umstand. Ist mir gerade eben erst aufgefallen, dass es heute auch so ist. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Ja, dann wird aber auch viel für kleine Kinder geboten hier. Hier vorne in dem Bauernhaus, was wirklich sehr schön angelegt ist, ist auch so ein kleiner Indoor-Spielhalle drin mit Hüpfburgen und so weiter und so fort. Eine Tennishalle ist hier noch mit dabei. Und hier vorne ist dann das große Schwimmbad. Da ist auch Sauna dabei, Bowlingbahn, Solarium und noch ein paar andere Sachen. Die kosten aber dann extra. Das eigentliche Schwimmbad mit Rutschenpark und so ist inklusive. Ja, und hier haben wir für die kleineren Kinder auch, hier gibt es auch so eine Eisenbahn, die hier rumfährt. Und ja, schöner großer Spielplatz. Hier ist dann ein Restaurant schon angeschlossen. Auf der anderen Seite ist noch ein Restaurant. Es gibt eine Pizzeria, die sogar an den Platz liefert. Das haben wir auch schon getestet am Ankunftstag. Hatten wir keine Lust mehr gehabt, irgendwas zu machen. Haben wir uns hier über die App, da gibt es eine App, die man sich runterlädt und kann dann über die App quasi Pizza bestellen und kriegt die dann einen Platz geliefert mit dem Fahrrad. Fand ich total gut, muss ich ehrlich sagen. Ist eine schöne Sache, habe ich so noch erlebt. Ja, dann gibt es natürlich einen Supermarkt hier, so, der die nötigsten Sachen hat zum Versorgen, kennt man ja. Ne? Also das ist alles das, was man hat. Auf dem Campingplatz an sich, der Campingplatz ist quasi nur Standard. Ne? Also ohne Freizeitrichtung wären wir nicht hierher gefahren. Er ist schön Gruppen angeordnet. Die Autos stehen meistens vorne an der Straße. Ich blende euch ja Bilder ein, das seht ihr das mal. Waschhäuser sind okay, sind sauber. Ich bezweifle aber, dass in der Hochsaison wirklich ausreichend sind von der Anzahl Toiletten und Duschen. Ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Wer der Erfahrung hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich freuen. Ich würde einfach glauben, dass es nicht funktioniert. Ja, und das hier ist dann so der Einfahrtbereich. Hier ist die Schrankenanlage. Hinten dran das Schwimmbad. Hier ist die Rezeption. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Karte vom Platz hier. Also wir sind jetzt zur Einordnung hier. Da ist der ganze Bereich, Schwimmbad und so weiter und so fort. Hier ist dann noch Schwimmbad Außenbereich, habe ich auch schon eingeblendet, könnt ihr mal sehen. Hier hinten sind dann die ganzen Ferienhäuser und so weiter und der Campingbereich ist dann eigentlich der Bereich hier hinten. Ja, und dann ist hier ein Sportfeld noch, hier ist noch ein großer Tennisplatz angegliedert, hier ist ein Golfplatz angegliedert, den man auch nutzen kann, natürlich gegen Gebühren. Hier unten sieht man das Apart-Hotel, also ist schon eine große, große Einrichtung. Hier sieht man mal ein Bild von diesem Wild River.
Und hier sieht man auch mal, wie der Außenbereich aussieht. Das ist auch wirklich schön, wenn es also schön Wetter ist. Dafür ist es jetzt leider zu kalt. Kann man das auch schön nutzen, muss ich wirklich sagen. Also wegen der Freizeiteinrichtung lohnt sich's. Preise erwähne ich noch ganz kurz. Das kostet natürlich pro Person 10 Euro. Also Kinder sind da nicht irgendwie vergünstigt oder umsonst oder sowas, sondern jeder zahlt 10 Euro. Wobei ich mir jetzt bei Säuglingen nicht sicher bin. Steht aber auch nichts auf der Preisliste drauf. Also ich verlinke euch den Platz, ja, könnt ihr selbst nachschauen. Aber ich glaube 10 Euro pro Person, weil halt Schwimmbad dabei. Und Stellplatz, glaube ich, 27 Euro. Dann ist 6 Ampere Strom dabei. Und wenn ich ein KW oder sowas mehr haben will, 8, 10, 12, 16, zahle ich einfach 1, 2, 3, 4 Euro mehr am Tag und habe dann eine höhere Absicherung. Das finde ich auch ein faires System, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten ist immer so eine Stromsäule bei 2 Plätzen mit 2 Stromanschlüssen. Da ist Wasser und Abwasser, also kein eigener Abwasseranschluss, aber relativ nah, weil es direkt hinter seinem Platz ist. Das ist auch okay. Die Plätze sind groß, auch für Tandemachse geeignet. Die Einfahrt ist dann vielleicht ein bisschen enger, aber hier stehen viele Tandemachse. Das ist überhaupt kein Thema, glaube ich. Und es gibt auch einen kleinen Bereich mit Privatsanitär, wo so kleine Häuschen dabei stehen. Das finde ich auch sehr gut. Wollte ich auch haben, aber die waren leider schon ausgebucht, weil die finde ich immer im Herbst so gut, wenn man so ein eigenes Waschhaus nebendran stehen hat, gerade für die kalte Zeit. Aber okay, war halt nicht so. So kommt man auch klar, ist kein Thema. Ja, und jetzt, ich habe hier auf Instagram schon ganz viel von hier gepostet. Da haben ja schon einige geschrieben, dass sie auch schon hier waren. Also wenn ihr näher informiert sein wollt, wo wir gerade uns befinden, was wir machen, folgt uns auf Instagram. Da posten wir logischerweise immer aktuellere Themen. Und ansonsten schreibt es in die Kommentare, wenn ihr schon mal hier wart. Lasst mich es gerne wissen. Wie gefällt euch sonst der Platz, wenn ihr noch nicht hier wart? Von den Bildern her, schreibt es auch rein, würde mich auch interessieren. Lasst mir ein Like da fürs Video und ein Abo für den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.